Oh, willkommen mal wieder bei Phalanx Streams und mir der Tulsa und eine Runde Warhammer 40k Darktide. Und wie bei letztem Mal besprochen, gehe ich mal auf Stufe 2. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffen kann. Aber diesmal meine Lieblingswaffen. Und zwar der schwere Ausweider für Nahkampf und die Boltpistole, die mir definitiv besser gefallen hat als die Speerspitze, die mir ein bisschen zu, na, zu träge, zu lahmarschig war. Gut, etwas besorgen und zurückbringen. Ei, ei. Sind wieder die Grimoires. Hier sind zwar Bücher, aber leider kein Grimoire zum Aufheben. Warte, Taste. Abandoned? No, I wandered off. Oh, war noch einer. Ups. Ah ja, gut für meine Zähigkeiten, Ausbeute. Ah, okay, man merkt auf Stufe 2, dass sie schon mehr aushalten. Ne? Ah, soll ja auch so sein. So, das ist das Special. Das ist das Leute, was ich dann auch nehmen möchte. Ja, hätte sich die Flammengranate auch noch gelohnt. Da muss man ja erstmal ein Gefühl für kriegen, wie viele Gegner überhaupt kommen auf ja, Veteranstufe, keine Ahnung. Wait.
The lot of abhumans is a harsh one. We're on the same side, yet they are so often revived. Not as many stable strains as they once were. Maybe they die, you know? A Neanderthalus, like a dark reflection of man's basest form. Grenade! Take us down! So very professional. Wieder so ein. Was? Ist er so weit schießt, hätte ich das ja nicht gedacht. Nicht mehr. Wieder nehmen wir. Ich bin mal ausgewichen, was? Transmitting from the country.
Glory should have gladness in his heart. I heard his transport ship got lost in the war. Stopped there for centuries. He still knows what duty is. That's what matters. Ach, die Bolt-Pistole macht schon Spaß, muss man sagen. The God Emperor is watching. He knows all. And very fond of it I am. Come and muss man da lang? Weiß ich nicht. Vielleicht hätte ich mit dem anderen gehen sollen. Ne? Man merkt, dass auf jeden Fall schon so ein bisschen mehr, ja, Gefahr mitschwingt. Short-sighted on my part. Apologies. Das war ein bisschen lucky, aber deswegen ist das ist auf jeden Fall gut, die Bolt-Pistole mal schnell parat zu haben.
Okay. Ja, so muss das gehen. Du siehst einen, zack, schnell wechseln und dann schnell wegpumpen. Oh, Huni. Gerade neu erwischt. Okay, der war komplett daneben. Und es kommt natürlich keiner nach. Ja, ich glaube, die Granaten lohnen sich. Ah, doch! Juhu, hat sich gelohnt. Das war ja lucky. Ah! Ja, das ist der Nachteil, wenn er nicht nur von oben haut, ne? Hier gibt es ja auch eine Triade Ecken, ne? Also, was ich halt nicht weiß, ich glaube, bei Vermintide waren die Grimoires und Folianten und alles doch alle am selben Ort immer. Ist die Frage, wie das hier ist. Der war genau der letzte Schuss. Aber klar, wenn die natürlich schwerer wären auf höhere Stufen, würde ich die wahrscheinlich nicht mehr alleine weghauen können. Das ist ja auch klar. Vielleicht komme ich nicht drum herum, auch mit Ausweichen zu arbeiten. Ja, wenn ich jetzt den Vergleich mache mit der Axt, merke ich direkt, der Single-Target-Schaden ist halt nicht so hoch, ne? Weil du halt einmal von oben, einmal zur Seite, einmal nochmal von der Seite und dann nochmal von oben. Und die Fetten sind alle von der Seite. Glaube ich, oder? Seite, in der Seite oben. Ja. Und die kleine Axt hat bei den normalen Schlägen hat hier immer gesägt. Und die Zweihandwaffe hier macht das bei den großen. Ja, das sind halt dann einfach Geschmäcker, ne? Was einen besser kommt. There, it still works.
It ain't all faith. Fury's useful, though. Oh, scheiße. Medivac down. Ja, das ist gerade wieder ein Beispiel gewesen. Raffst du nicht, dass gerade es weitergeht? Und ballerst noch alleine weiter. Und kommt zu spät zur Party. Immerhin ist er die Heilding hier gut positioniert an der Stelle. Honey! Da ist er. Ne, doch nicht. Ach, die kommen hier aus dem Loch. Nur einer raus, glaub's ja nicht. Yeah, jetzt mal einmal Kettensäge-Action. Wo müssen wir denn hin? Andere Seite. Nice. Ja,
habe ich jetzt andere Hosen freigeschaltet, anstatt die, die ich die ganze Zeit farme mit der mit dieser scheiß Zähigkeitsfähigkeit. Oh. Der Donnerhammer. Ja, da freue ich mich natürlich auch. Auf den freue ich mich am meisten, jetzt noch so auszuprobieren. Der danach kommt, der sieht ja brecherähnlich aus. Ob der jetzt besser wird als die, als der schwere Ausweider, man weiß es nicht. Aber die nächste Folge wird es uns verraten. Denn, es sei denn, ich habe keine Kohle. Aber ansonsten werde ich mir den mal wieder craften und dann testen wir das in der nächsten Mission aus. Auf 2 ging es ganz gut, ne, finde ich. Ich glaube, das können wir jetzt beibehalten. Mein Skill ist hoch genug. Und die Erfahrung für die meisten Level sind jetzt auch da. Ich weiß nicht, wie viel Level ich noch nicht kenne, aber schauen wir mal alles. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Lasst gerne ein Kommi da, ein Abo da oder folgt uns auf Discord. Wir sind ja 3 Leute und da glaube ich fast für jeden Geschmack etwas dabei. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Euer Tulsa.